Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich mit dir einen Ghost Tracker, also einen Mood Ghost Tracker malen. Und dafür brauchst du dein Bullet Journal natürlich. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann ein Stück schwarzes Tonpapier. Ein Stabilo Pen. Ein Pinsel. Eine Bastelschere, ein Geodreieck, ein Micron Fineliner, weiße Acrylfarbe, ein Edding, einen weißen, Kleberoller und natürlich ein paar Bleistifte. Ich weiß, es klingt erstmal fürchterlich viel, aber das meiste hast du wahrscheinlich zu Hause. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich messe hier erst einmal die Seite aus, weil ich möchte das Tonpapier leicht schräg da drauf kleben. Das bedeutet, dass ich das natürlich nicht so groß machen kann wie das Blatt Papier. Ja? Also ich muss eine etwas kleinere Größe wählen. Also bitte misst dein Bullet Journal aus, weil das kann immer so ein bisschen variieren. Deswegen einmal ausmessen und dann lässt du einfach an beiden Seiten ein paar Zentimeter weg. Und dann hast du die perfekte Größe für dein Bullet Journal. Ja, und dann misst du das einfach ab und machst es am besten mit dem Geodreieck. Eigentlich wird das dann auch schön gerade. Bei mir jetzt gerade nicht, aber das kann man ja Gott sei Dank noch ändern. Deswegen am besten, du misst das einmal links ab von den Seiten und dann ziehst es gerade. Siehst du, dann habe ich es auch wieder gerade. Ja, das ist kein Problem mehr. Und das Ganze wird dann halt ausgeschnitten und dann klebe ich das mit dem Kleberoller fest. Vielleicht fragst du dich, warum ich einen Kleberoller nehme. Ja, kann ich dir sagen, es ist einfach schöner zu positionieren. Es ist halt, es weicht nicht so schnell durch. Ne? Also ich kann den so positionieren und dann anschließend auf der anderen Seite habe ich keine Wellenlinien. Deswegen habe ich hier den Kleberoller. Jetzt schreibe ich erstmal hier oben Mood Ghosts hin. Das kann ich alles später noch ändern. Ja, also du siehst schon, mir gefällt das schon wieder nicht und dann kann ich das jetzt sowieso ändern. Und ja, wenn alles fertig ist, denke ich mal, wird sich da noch was tun. Aber so von vornherein kann man schon mal so ein bisschen die Position auf diese Art bestimmen. Ja, und dann geht es auch schon los mit den Geistern. Es müssen 31 Geister da drauf. Die sollen immer so ein bisschen über den Rand rausgucken. Und du siehst, wie ich die male. Also ich male eigentlich so ein halbes Oval und unten ein paar Schlangenlinien. Also ganz, ganz simpel sind die Geister zu malen. Du kannst die auch zur Seite malen. Ne? Der hier zum Beispiel flitzt rechts raus. Und da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie auch immer du deine Geister malen willst. Vergiss nur nicht mitzuzählen, ja, sonst hast du hinterher zu viel oder zu wenig, das wäre natürlich ärgerlich. Thank you.
Ja, so sieht jetzt erstmal die Rohfassung meines Mood-Trackers aus. Jetzt schnappe ich mir die Acrylfarbe, weil das ist die einzige, die hier wirklich deckt. Ich habe es einmal mit dem Edding versucht und weiße Bleistifte, also weiße Buntstifte habe ich auch noch. Aber letztendlich deckt eigentlich nur die Acrylfarbe. Und deswegen mache ich mir jetzt hier die Mühe und male das hier drüber. Mühe einfach aus dem Grund, weil einmal nicht genügen wird. Ja? Also es muss schon recht ordentlich gemalt werden hier. Und du siehst schon, da kommt noch so ein schwarzer Schatten durch. Also muss das Ganze gut trocknen und später nochmal übergemalt werden. Das Gute ist eigentlich, dass Acrylfarbe gut zu verarbeiten ist auf der einen Seite und auf der anderen auch schnell trocknet. Das heißt, du musst das Ganze nicht über Nacht trocknen lassen, ja, so eine Stunde, um ganz sicher zu sein, dass auch die ja, dickeren Spuren sozusagen getrocknet sind, dürfte eigentlich reichen. Ganz, ganz vorsichtig mit dem Finger testen, weil das hängt natürlich auch von der Raumtemperatur und von vielen anderen Faktoren ab, je nachdem, was du auch für ein Papier genutzt hast und so weiter. Deswegen ganz, ganz vorsichtig mit dem Finger einmal so reinstupsen, dann merkst du schon, ob es trocken ist oder eben nicht.
Und nachdem ich jetzt alle Geister noch einmal nachgepinselt habe und noch einmal trocknen lassen habe, ja, kommt der schöne Teil. Ich darf alle nachmalen, ja. Und damit gebe ich denen ja so ein bisschen Dimension, ne? Also ich male einfach einen schwarzen Rand rum. Also es geht jetzt nicht hier um eine künstlerische Dimension zu erzeugen, sondern einfach nur so eine Abgrenzung, ja, zu dem schwarzen Hintergrund und dem weißen in einer Seite. Deswegen wird alles auch auf dem schwarzen Papier noch einmal nachgemalt. Und glaub mir, man sieht das wesentlich besser, als du jetzt hier im Video wahrscheinlich erkennen kannst, ja, auch auf dem schwarzen ist das zu sehen. Ja, und jetzt nehme ich mir den Edding, gut schütteln, und dann brauchst du einfach nur immer runterdrücken und so die weißen Punkte malen. Das Ganze sieht dann hinterher aus wie so ein paar Sternchen, die da so in der Nacht scheinen, so durchschimmern. Also du musst das natürlich nicht, aber ich fand das hier sehr schön, deswegen habe ich einfach mal so ganz viele kleine Punkte reingesetzt. Ja, anschließend kommt jetzt endlich der Mood Tracker. Der wird jetzt fixiert sozusagen. Ich nehme hier den Stabilo Pen, wie du siehst, einfach weil der breiter ist, ja. Und ich möchte schon, dass das Ganze ein bisschen rauskommt jetzt hier. Vorsichtig sein, nochmal wegen des Eddings, ne? Und auch nicht, dass du hier irgendwas verschmierst. Deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber vom Grundprinzip kannst du jetzt alle deine Geister beschriften, ja. Alle Zahlen von 1 bis 31 kommen jetzt in die Geister. Ich mache das ganz durcheinander. Also die 1 kann auch unten sein und die 31 oben. Also alles ganz durcheinander. Und dann kommt auf die linke Seite eine Legende hin, ja. Wenn die Geister schon verschiedene Gesichter haben, dann möchte ich doch auch wissen, was das für welche sind. Im Moment weiß ich natürlich noch, aber naja, wer weiß, wie das in einem Jahr aussieht, wenn ich dann auf meinen Mood Tracker gucke. Und so habe ich dann hier so eine Legende mit verschiedenen Gesichtern. Ich finde das auch gar nicht schlecht, dass da mehr als 3, 4 Gesichter sind, ja. Einfach so mal 8 verschiedene Gesichter, das hat schon was. Deswegen also nicht so übel, wenn man da so eine kleine Auswahl hat auf der einen Seite. Auf der anderen sieht das natürlich dann auch gleich alles zusammen sehr viel schöner aus. Und wenn mir die Legende soweit gelungen ist, ja, dann male ich das Ganze mit dem Micron Fineliner nach. Also du siehst, ich habe wie immer erst einmal den Bleistift und dann male ich nochmal drüber, nur damit ich sicher bin, dass alles soweit passt. Ich möchte jedenfalls jetzt nicht mehr das Spread versauen, nachdem es mich so viel Mühe gekostet hat, das soweit zu malen. Jetzt sind wir schon ein paar Tage in den Oktober, daher habe ich hier neben mir eine Übersicht liegen, wie ich mich an jedem Tag gefühlt habe. Daher kann ich jetzt auch mal eben hier die ganzen Geister füllen. Die Idee ist natürlich eigentlich, dass du jeden Tag einem Geist ein Gesicht gibst, wie du dich fühlst und das dann so mit der Zeit zu einem richtig schönen Mood Tracker aufbaut.
so sieht dann mein fertiges Spread aus, mein Mood Ghost Tracker. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, vielleicht einen Kommentar und natürlich vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, weil wenn du die kleine Glocke auch noch anklickst, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video poste. Und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!